Moin und schön, dass ihr wieder dabei seid zu einer neuen Folge mit der Sauerländer Barbecue. Normalerweise montags und freitags immer neue Videos, heute noch zusätzlich eins am Mittwoch. Und ihr seht genau, wo das Ganze ist, nämlich bei Adventure, da war der Tim und deswegen blende ich auch das Bild Dauerwerbesendung oben rechts ein. Denn natürlich haben wir auch das Fleisch von Adventure verwendet. Und der Tim, der macht heute ein Risotto mit Birne und Gorgonzola und die genauen Mengenangaben, die gibt es wie immer am Ende vom Video. Und als erstes hat er, ihr habt es gesehen, Schalotten geschnitten und jetzt schält er die Birnen und schneidet sie dann gleich auch klein. Und dieses Rezept, das machen wir tatsächlich sehr, sehr häufig, wenn wir unterwegs sind, denn viele Leute oder in der Wintersaison unterwegs sind, denn viele Leute, die sagen, ah, ich mag kein Gorgonzola und Birne mag ich auch nicht, wenn die das aber dann zusammen essen, dann finden die das unglaublich lecker. Dementsprechend solltet ihr das auch unbedingt nachmachen. Ihr müsst das natürlich nicht im Dutch Oven machen, aber ihr könnt es selbstverständlich. Und ihr seht, zu schnibbeln war das gar nicht viel, jetzt geht es schon am Dutch Oven weiter. Und im Gasgrill ist es ein bisschen einfacher, ihr braucht einfach eine mittlere Hitze, entweder im Gasgrill die Brenner auf halb oder ein paar Kohlen unter den Dutch Oven legen und dann ein Sauerländer Butterflöckchen schmelzen. Als nächstes die Schalotten hinzufügen und das Ganze ein wenig durchschwenken und dann den Risotto-Reis dazu packen. Jetzt ist es ganz wichtig, dass ihr das Ganze durchrührt, bis der Risotto-Reis ein wenig glasig wird. Ansonsten gibt es aber keine Fallstricke, über die ihr fallen könntet. Außer mit dem falschen Wein, und Wein ist ein gutes Stichwort, den geben wir jetzt dazu und lassen es ein bisschen einköcheln, ehe sich dann etwas Gemüsebrühe dazu gesellt. Danach noch die Birnen und natürlich den Gorgonzola. Und ihr seht, da oben liegt schon ein Steak. Ja, der Tim hat das ein bisschen simultan gemacht, aber wir kümmern uns erstmal ums Risotto. Und das runden wir zum Schluss noch ab mit ein paar leckeren Walnüssen. Und jetzt kommen wir zum Steak. Das ist ein Ribeye Steak in der Red Haifa Auslese und Shiomiso Aged. Da haben wir schon mal was zu gemacht. Da kann ich euch hier oben gerne einen Link einstellen. Guckt doch mal, was man da so bekommt, beziehungsweise wie das Ganze so schmeckt. Wir haben es nämlich getestet. Das Ganze kommt jetzt in den Beefer und ja, auch hier kleiner Hinweis. Ich kann euch unser neues Buch, an der Stelle neues Buch, das Oberhitzegrillbuch ans Herz legen. Schaut einfach mal im Barbecue Shop. Und jetzt haben wir eine wunderbare Kruste auf das Steak gezaubert. Und jetzt, ihr habt es gerade gesehen, muss das auf dem Gasgrill noch nachziehen. In dem Fall bis zu einer Kerntemperatur von 55 Grad. Und dann schneiden wir die ganze Geschichte auf. Und ihr seht, ah, von oben bis unten ein komplett schön rosa gegarter Rand. Herrlich. Ich hoffe, euch hat dieses kleine Video gefallen. Es war jetzt nicht großartig lang, aber dafür ist das Rezept umso leckerer. Und wenn ja, dann haut's mir gerne unten in die Kommentare. Schaut gerne im Barbecue-Shop vorbei. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.